Hallöchen zusammen. Tag bei Potterlander. Ich hab Spaß. 3 Tage Nachtschicht liegen jetzt hinter mir. Und ich habe mich mühselig aus dem Bett geschält. Ja. Und versuche wenigstens durch Licht, Luft und Bewegung einigermaßen wieder in den Tagrhythmus zu kommen. Und wenn ich das so sehe und auch höre hier im Wald, herrlich. Da hätte ich ruhig schon ein paar Stündchen eher aufstehen können. Aber es geht nicht. So ist das nun mal. Ich war schon lange nicht mehr am See. Die Runde schon ein paar Mal gelaufen. Egal, ich muss einfach runter an den Baldeneysee. Ich muss See sehen. Dann brauche ich kein Meer mehr. Wenn ich vom Nachtdienst nicht schon so desorientiert wäre. Ja, ich habe überhaupt gar keine Orientierung hier, welche Tageszeit wir haben könnten. Ja. Vom Licht her könnte ich meinen, ist es viel, viel später. Und dann kommt noch die innere Uhr, die völlig durcheinander ist. Das ist halt der Nachteil am Schichtdienst. Trotzdem tut die Bewegung gut und die kühle Luft ohne Mundschutz an den Wangen, er ist echt eine Wohltat. Wir sind jetzt hier an einem der absoluten Topspots, knapp oberhalb des Baldeneysees, der sogenannte Hermannsblick. Wirklich immer wieder grandios, ich bin super gerne hier. Schaut euch das an. So, das war schon wieder von meinem kleinen After-Nightshift-Walk. Ja, hat sich dann auch gelohnt und es hat auch fast bis zum Ende gedauert, bis ich gemerkt habe, dass ich das externe Mikrofon gar nicht eingeschaltet habe. Ja, so ist das. Ich hoffe, die Bilder haben gefallen, besonders die vom Baldeneysee. Die Sonne und die Abendstimmung, die haben sehr, sehr gut getan, die kühle Luft im Gesicht zu spüren. Ist wirklich Gold wert. Und ich hoffe, ich finde wieder in den Tagrhythmus zurück. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Wir werden sicherlich rausgehen mit Kamera und Mikrofon. Mal sehen, welche Runde und wohin es uns verschlägt. Ich sage bis dahin, bleibt gesund, vergesst wie immer das Rausgehen nicht. Und bis bald, euer Schrömi von Potterlander. Ciao.